Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen, möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet heute aus Fresach. Fresach ist ein kleiner Ort am Fuße des Mirnox zwischen Villach und Spital gelegen. In Fresach wurde kurz nach dem Toleranzpatent ein Toleranzbethaus gebaut, das dann abgebrannt ist und wieder neu errichtet wurde. Vor 60 Jahren hat der damalige Altbischof Oskar Sakrauski in diesem alten Bethaus ein Museum eingerichtet, das eben heuer 60-jähriges Jubiläum feiert. Diese Kirche hier wurde 1949 gebaut und heute ist hier ein wunderbares Ensemble zwischen neuem Museum, Bethaus und hier in dieser Kirche. Hinter mir sehen Sie die Glasfenster, die von der Kärntner Künstlerin Lisa Huber 2011 gestaltet wurden. 2011, das Jahr der Landesausstellung, wo hier ein neues evangelisches Museum gebaut wurde. Wir feiern dieses Mittagsgebet im Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lisa Huber hat diese Fenster gestaltet, inspiriert vom 139. Psalm, und ich lese die ersten Verse. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Losung für den heutigen 30. Mai steht im 4. Buch Mose im 22. Kapitel, der 18. Vers. Bileam sprach: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht erinnern Sie sich noch an das Lied von Reinhard Fendrich, Tango Corrupti. In diesem Lied beschreibt er die Bestechlichkeit, die Korruptionsbereitschaft, vor allem in der sogenannten besseren Gesellschaft. Er kritisiert in diesem Lied Korruption zwischen Politik und mafiösen Einrichtungen. Bestechlichkeit, Korruption, etwas, was sich durch die Geschichte durchzieht, was wir auch immer wieder in unseren Tagen erleben. Auch der Bibeltext, das Losungswort für den heutigen Tag, führt uns in eine solche korrupte Situation hinein. Zwei Männer stehen im Mittelpunkt. Bileam, ein Prophet, der aus dem Euphratgebiet kommt, und Balak, der König von den Moabitern. Und Balak, dieser König, lädt den Propheten ein in der Hoffnung, mit einer entsprechenden Summe, die er ihm bietet, Silber und Gold, dass der Prophet Bileam das Volk Israel verfluchen soll. Der König von Moabit hat Angst vor den Israeliten, die aus Ägypten ausziehen, dass sie das Land besetzen und er an Macht und Einfluss verliert. Jetzt, am heutigen Tag, gehen die 6. europäischen Toleranzgespräche hier in Fresach zu Ende, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben: Exodus, Auszug aus dem Vertrauten. Bileam hätte den Auftrag bekommen, mit einer bestimmten Summe bestochen zu sein, eben das Volk zu verfluchen, aber das Ganze geht anders aus. Es verändert sich. Aus
dem gewünschten Fluch wird ein Segen für das Volk. Auch ein Esel spielt dabei keine unbedeutende Rolle. Wie korrupt sind wir? Unter welchen Umständen sind vielleicht auch wir gefährdet, ja vielleicht sogar verlockt, etwas zu tun, was eigentlich gegen ganz wichtige Prinzipien verstößt? Unter welchen Umständen sind wir verführbar und korrumpierbar? Diese Frage kann nur jede und jeder für sich selber beantworten. Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen, vielleicht Verlockungen, schwach zu werden, umzufallen und ein unmoralisches Angebot vielleicht doch anzunehmen. Im heutigen Losungswort verändert sich diese Situation nicht allein durch die moralische Kraft des Propheten Bileam, sondern vor allem durch Gottes Hilfe. Gott ist es letztendlich, der das Schlechte zum Guten verkehrt, der aus Fluch Segen macht. Und das wünsche ich uns immer wieder, dass mit Gottes Hilfe es gelingt, den Verlockungen von krummen Wegen, den Verlockungen von Korruption zu widerstehen. Das wünsche ich uns, dass auch wir immer wieder das Schlechte in das Gute verkehren und das aus Fluch Segen wird. Segen für unser Land, Segen für die Menschen, die hier wohnen und leben. Amen. Lasst uns beten. Geld regiert die Welt, sagen wir und erleben wir. Wer Geld hat, schafft an, sagen wir und erleben wir. Ohne Geld keine Musik, sagen wir und erleben wir. Geld verdirbt auch den Charakter, sagen wir und erleben wir. Gnädiger Gott, hilf uns, verantwortungsvoll mit Geld und Gut umzugehen. Schenke uns immer wieder das rechte Maß und bewahre uns vor Maßlosigkeit. Beflügle uns immer wieder mit deinem Heiligen Geist, dass wir im Umgang miteinander achtsam bleiben, dass wir kreativ werden, wenn es darum geht, Neues zu wagen. Hilf uns, dass sich immer wieder Fluch in Segen verwandelt. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet, bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.